So, guten Tag, guten Abend. Gehen wir weiter durch Landeskunde. Landeskunde, es ist zwei Länder geblieben, Österreich und die Schweiz. Vergleichstabelle gibt es. Vergleichstabelle Staatsaufbau Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Deutschland, der offizielle Name. Das. Bundesrepublik Deutschland, die Republik Österreich, die Schweizerische Eidgenossenschaft. Geografische Lagefläche beträgt über 356.000 Quadratkilometer von Norden nach Süden, erstreckt sich das Land über 900 Kilometer. Österreich, ein Binnenstaat im südlichen Mitteleuropa. Es nimmt eine Fläche von 83.855 Quadratkilometer ein und ist von Osten nach Westen 590 Kilometer lang. So liegt in Mitteleuropa, Schweiz. Die Bodenfläche ist 41,3000 Quadratkilometer. Bevölkerung. Über 82 Millionen in Deutschland, 7,5 Millionen Einwohner in Österreich und 8,4 Millionen. Stammbevölkerung deutschen Minderheiten, Sorben, dänische und niederländische Minderheiten, auch 7 Millionen ausländische Mitbürger aus Türkei, Jugoslawien, Italien, Spanien, Griechenland, aus aller Welt vielleicht 200 Nationalitäten. 98% deutschsprachige Österreicher, auch kroatische, slowenische, ungarische, slowakische und tschechische Minderheiten. 305.000 Ausländer. 65% deutschsprachige Schweizer, 18% französischsprachige Schweizer, 10% italienischsprachige Schweizer. Vier Sprachen festgelegt in der Schweiz: Schweizerdeutsch, Französisch, staatliche offizielle Sprache. Französisch, Deutsch, Deutsch, Italienisch. Und Deutsch. Vier. Grenzen. Im Westen grenzt an die Niederlande Belgien, Luxemburg, Frankreich. Im Süden an der Schweiz, an Österreich im Osten, an die Tschechische Republik, an Polen im Norden, an Dänemark. Die Nordsee und Ostsee bilden eine natürliche Grenze wie die Alpen im Süden. Österreich im Osten an die Slowakei, Ungarn im Süden an Slowenien und Italien. Ungarn im Süden, an Slowenien und Italien, im Südwesten an die Schweiz, Liechtenstein und im Norden an Deutschland und die Tschechische Republik. Schweiz im Norden an Deutschland, im Süden an Italien, im Westen an Frankreich, im Osten Österreich und Liechtenstein. Staatssymbole. Die Staatsfahne, Flagge schwarz-rot-gold. Das Staatswappen, ein rot bewehrter schwarzer Adler mit roten Klauen und rotem Schnabel. Roten. Nationalhymne. Hymne. Lied der Deutschen, dritte Strophe. Staatsflagge Österreich, rot-weiß-rot. Staatswappen, der Adler, der in seinen Fängen einen Hammer und eine Sichel hält. Und ein Schild mit der Flagge, die Nationalhymne Land der Berge, Land am Ströme. Staatsfahne und das Staatswappen, ein weißes Kreuz auf dem roten Grund. Die Nationalhymne Schweizer Psalm. Status, ein freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat, föderale organisierte Republik, ein österreich-demokratischer Bundesstaat. Semipräsidentielle parlamentarische Republik, Schweiz föderalistischer demokratischer Staat, föderale Republik. Administrative Teilung 16 Länder, Landeshauptstädte Baden-Württemberg, Bayern, München, Berlin, Brandenburg, Potsdam, Bremen, Hamburg, Hessen, Wiesbaden, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, Hauptstadt Niedersachsen, Hannover, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
Rheinland-Pfalz, Main, Saarland, Saarbrücken, Sachsen, Dresden, Sachsen, Anhalt, Magdeburg, Schleswig-Holstein, Kiel, Thüringen, Erfurt. Neun Bundesländer Österreich, Burgenland, Eisenstadt, Kärnten, Klagenfurt, Niederösterreich, St. Pölten, Oberösterreich, Linz, Salzburg, Salzburg, Steiermark, Graz, Tirol, Innsbruck, Vorarlberg, Bregenz, Wien. 26 Kantone und Halbkantone. Aargau, Bern, Freiburg, Genf, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Uri, Waadt, Wallis, Zug, Zürich, Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Land, Appenzell, Ausserrhoden, Appenzell, Innerrhoden. Germanien, in Deutschland, Sachsen, Dresden, Sachsen-Anhalt, Magdeburg, Schleswig-Holstein, Kiel, Thüringen, Erfurt. Staatsoberhaupt, der Bundespräsident Joachim Gauck, Bundespräsident Heinz Fischer, der Bundesrat bildet das Kollektivstaatsoberhaupt, das Schweizer Parlament wählt jährlich ein Mitglied des Bundesrates zum Bundespräsidenten. Verfassung 23. Mai 1949, an der ersten Stelle die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Garantieren auch Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, Versammlungsfreiheit. Verfassung garantiert folgende Grund- und Freiheitsrechte: Schutz und Menschenrechte in Österreich, Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, Freiheit der Person, Freizügigkeit der Personen und des Vermögens, Freiheit der Vereine und Versammlungen, Meinungsfreiheit. Datum des Gesetzes 18. April 1999, Schweiz in Kraft treten am 1. Januar 2000, enthält allgemeine Bestimmungen wie Staatszwecke, Stellung der Kantone, Landessprachen und Grundsätze rechtsstaatlichen Handels, die Grundrechte, die Bürgerrechte, die Sozialziele, auch Zuständigkeiten des Bundes, die politischen Rechte des Volkes und der Kantone. Gesetzgebende Gewalt der Bundestag, das Parlament, Kammern, österreichisches Parlament, Nationalrat, Bundesrat, Vereinigte Bundesversammlung, Nationalrat und Ständerat in Schweiz. Vollziehende Gewalt, die Bundesregierung, Bundeskanzler. Bundespräsident, Bundesregierung, Bundeskanzler, Bundesminister, Exekutive Macht, Ministerrat in Österreich, der Bundesrat in Schweiz. Verwaltung der Bundesländer bzw. Kantone, das Bundesministerium, Verwaltung zwischen Bundesländern geteilt Österreich. Jeden Kanton hat eine eigene Verfassung und eigene gesetzgebende, vollziehende und rechtsprechende Behörden Schweiz. Wahlrecht Bürger ab 18 Jahre. Wichtige Parteien: Deutschland, Christlich-Demokratische Union, Christliche Soziale Union, CSU, CDU, Sozialdemokratische Partei Deutschland, SPD, Freie Demokratische Partei, die FPD, Partei des demokratischen Sozialismus, PDS, Grünen. Österreichische Volkspartei, ÖVP. Sozialdemokratische Österreich, SPÖ, Freiheitliche Partei Österreich, FPÖ, Bündnis Zukunft Österreich, BCÖ, die Grünen. FDP, die Liberalen Schweiz, FDP, Christlich-Demokratische Volkspartei, SVP, Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SVP, Schweizerische Volkspartei, SVP, Bürgerlich-Demokratische Partei, BDP, Christlich-Soziale Partei Obwalden, CSP, Evangelische Volkspartei, EVP, Grüne Partei der Schweiz, GPS, Grün Liberale Partei, GLP. Eventuelle Neutralität seit ab 26. Oktober 1955, 1815 in Schweiz. Landschaften: Der nördliche Teil ein Tiefland, der südliche ist Gebirg. Großlandschaften: Die Norddeutsche Tiefebene, das Mittelgebirge gehören, das Erzgebirge, der Harz, der Thüringer Wald, der Schwarzwald, der Bayerische Wald und andere, die Alpenhöchste Bergzugspitze, fast 3000 Meter mit dem Alpenvorland.
Flüsse Rhein, Elbe oder die Ems, die Weser, die Donau, der Main-Nebenfluss des Rheins, die Spree, der kürzesten Flüsse der Ruhr, die Neiße. Seen, Oder Maria. Der Bodensee, der Müritz, die Nordsee, die Ostsee. Alle großen Flüsse fließen zur Nordsee, nur die Donau von West nach Osten. In Österreich fließt Alpenland, die Alpen mit dem höchsten Berg, der Großglockner. Die Flüsse, die Donau, Nebenflüsse der Inn, Salzach, die Emm, die Drau, die Mühl. Die Seen. Der Bodensee, der Neusiedler See. Schweiz umfasst drei Landschaften: die Schweizer Jura mit bewaldeten Bergen und breiten Wiesen, das Schweizer Mittelland, die Schweizer Alpen. In der Zentralschweiz entspringen vier Flüsse, die in 4 Meter strömen. Meere: der Rhein mündet in die Nordsee, die Rhone in das Mittelmeer, der Tessin in den Po. Der Inn in der Donau, dann in das Schwarze Meer. Die Seen, der Genfersee, der Bodensee, grenzen das Land von Nachbarstaaten ab. Nordsee, Wirtschaftsbereiche. Industrieland mit intensiver Landwirtschaft. Wichtige Bodenschätze: Steinkohle, Braunkohle, Kalle und Steinsalz. Wichtige Industriebereiche: elektronische Industrie, der Fahrzeugbau, die chemische Industrie, die Hüttenindustrie, der Flugzeugbau. Österreich, Betriebe wie Bahn und Post. Der Staat hat man Österreich ein Monopol auf Salz, Tabak, Glücksspiele und Branntweinerzeugung. Großbanken und Teil der Grundstoffindustrie sind verstaatlicht. Die wichtigsten Industriezweige: Maschinenbau, Chemie, Textilindustrie, Elektronik, Nahrungsmittelindustrie. Schweiz, das Land ist reich an Wasserkraft, Energie, besonders entwickelt die Maschinen, Uhren und feinmechanisch-optische Produktion, der Tourismus. Bildungssystem in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Im nächsten Video vielleicht. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.